Also, wir schauen jetzt als allererstes Hungriger Hugo. Er hat ein Video auch genannt, das heißt Papi. Wir gehen rein. Rein in die Bücher. Ehrenbruder Monte hat es jetzt von den Toiletten bis in die Klassenzimmer geschafft. Beste Deutschlehrerin. Wo ist die Deutschlehrerin? Was läuft was? Ist das die Deutschlehrerin gewesen, die getanzt hat? Ich weiß nicht, ob es die beste Deutschlehrerin dann ist. Aber auf jeden Fall entspannt. Es läuft, willkommen zum nächsten Video. Aber was er noch nicht geschafft hat. Oh nein, Monte in 5 Jahren. Hat, ist aufzuhören zu leben wie der größte Rentner. Du bist. Live aus dem örtlichen Altersheim. Alt. Obi! Obi! Dein Krückstock. Ich mach jetzt ein bisschen Gartenarbeit, guck mal hier. Das ist mir auch noch nicht passiert. Was war das denn für eine Gartenarbeit? Wenn da schon so ein Häufchen fertig ist und er kehrt einfach auf dem Häufchen so rum. Ich bin losgefahren. Das ist so wie Bill Gates, eben, wo wir gesprochen haben, so wie Bill Gates, wenn er mal abwäscht. So, Leute haben schon alles vorbereitet, er macht so. Ich hab abgewaschen. Hab in den Spiegel geguckt im Auto und hab gesehen, ich habe auch Shampoo im Haar. Einfach vergessen, das Shampoo rauszuwaschen. Alzheimer. Alzheimer, oh nein, Monte, nein. Frühstadium, sagen die Ärzte, mit 42 Jahren. So eine Scheiße, Mann. Scheiße, Digga. Vor einigen Monaten wurde bei ihm die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert. So peinlich, die hat so Lachflasche gerade geschoben im Auto. Wer würde eher ungewollt fahren? Er würde eher ungewollt Vater werden? Oh nein! Oh nein! Das habe ich komplett vergessen, dass die diese Quizshow gemacht haben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist nicht gut gealtert, oder? Ach du Scheiße. Wer würde eher ungewollt Vater werden? Ja, also Sascha! Oh shit, Nico! Da hast du aber ins Klo gegriffen mit dieser Antwort. Nein, mit dem Kind natürlich nicht. Viel Glück. Als baldiger Papa. Ne? Kinder sind ein Geschenk. Ne? Also, kein. Nico Lazzo. Alle waren sich einig, aber er selber hat so eine ganz schlechte Selbstwahrnehmung. Nee, Digga, ich werde auf keinen Fall ungewollt Vater. Mein Name war das drauf. Warum, Sascha? Wir sitzen hier alle im Raum und denken wahrscheinlich im ersten Moment, haha, es wird Lazzo sein, weil Lazzo irgendwo versehentlich am Rumpf. Da wird eine schwanger. Ich sag's am besten einfach so raus, wie es ist. Ich werde Vater. Ja! Sorry, Bro. Sorry. Ist das deine echte Reaktion drauf gewesen? Ist das deine echte oder ist es zusammengeschnitten? Oh mein Gott. Ist das deine echte? Ich muss ganz kurz überprüfen. Mehr Anzeigen? Lazzo wird Daddy. Nein, das sagt nicht. Das ist das Video. Nein, es ist wirklich echt. Ist ja, also, es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Es ist wirklich echt. Dieses Video heute, um euch zu sagen, dass ich Vater werde. Ich werde Vater. Ich kann es selber nicht glauben. Stark, junge Sascha. Bester Mann. Bester Mann. Ich habe echt gerade gedacht, Hunger Hugo hat es so zusammengeschnitten, dass es so aussieht. Aber es ist einfach real, Alter. Es ist einfach real. Digga, es ist einfach real. Leute. Digga, Stufe 2 Ding. Oh mein Gott! Als ob ein Stromausfall jetzt hier gerade passiert ist, wo ich den Comeback-Stream habe. Oh, what the fuck? Es ist alles dunkel, aber hier war gerade noch das Mischpult an. Ey, ich fass es nicht. Eine Ewigkeit später. Yo, Leute. Ich habe einfach gedacht, ich mache heute einen Comeback-Stream. Und der Strom hat sich so gedacht. You got your baby. You got your baby. You got your baby. Scheiße. Er war nie weg. Sehr gut. Leute, ja, es gab gerade einen Stromausfall und ich bin mir nicht sicher, ob es nochmal einen gleich geben wird. Nicht unser ganzes, wir sind hier in so einem Dorf
Und ein paar Straßen von unserem Dorf hatten Stromausfall. Ich kann nicht mehr. Wir vermuten, es gab irgendein Problem bei irgendeinem Verteiler, das aber jetzt behoben ist. Aber ich habe so Angst, dass gleich nochmal Stromausfall ist. Leute. Ich kann nicht mehr. Wild. Wir waren noch mit einem Video. Frech. Frech. Ich hoffe, es geht euch gut, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ein bisschen ärgerlich. Bisschen ärgerlich, aber was soll man machen? So, wir gehen rein. Also, wir haben das Rentnerprogramm, haben wir geguckt. Wir gehen rüber zum, hier, da waren wir. Let's go. Sag am besten einfach so raus, wie es ist. Ich werde Vater. Ja! Junge! Digga, ich kann es immer noch nicht fassen, dass er so abfeiert. Ey, Sascha, ich könnte dein Auge küssen dafür. Sorry, Bro. Sorry, Bruder. Mit tiefstem Respekt. Sorry. Alter Lifestyle. Oh shit. Ich glaube nicht, dass er. Die Sache ist, und das ist jetzt was Gemeines, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Nico ist ja nicht schwanger, sondern die Mutter des Kindes, die er geschwängert hat. Also er ist ja auch involviert in die Schwangerschaft. Aber er hatte in den letzten Monaten ja auch trotzdem weiterhin hier und da mal Alkohol gesoffen. Wäre er die Mutter, dann wäre wirklich Schluss mit dem Lifestyle. Weil in der Schwangerschaft kannst du halt einfach keinen Alkohol mehr reinziehen. Aber das ist ja schon zu der Zeit gewesen, als sie in Griechenland waren, war ja schon bekannt, dass er schwanger ist. Also das ist ja schon irgendwie 4 oder 5 Monate oder so. Der hätte ja keinen Alkohol mehr trinken können. Ist einfach Facts. Und die Mutter, die hat jetzt die 9 Monate hier die Arschkarte. Nichts mehr saufen, nichts mehr, keine Drugs mehr. Eigentlich jeden Abend gern mal eine Spritze. Ja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall, Nico kann weiter hier sippen, ne? Warum RIP, alter Lifestyle? Also Nico wird genauso weitermachen. Nico wird genauso weitermachen. Ist scheißegal, ob er ein Kind kriegt. Also, wenn Nico sein Lifestyle ändert, also würde ich mich schon sehr wundern. Tut mir bitte eingefallen. Hört auf, bitte jeder Frau zu schreiben, die bei mir einmal im Livestream zu sehen war, ob sie die Mutter ist. Oh nein! Digga, überleg mal, wie unangenehm. Nico hat so viele Gäste im Stream, also weibliche Gäste. Und überleg mal, die ganzen Zuschauer schreiben denen so, bist du die Mutter? Bist du die Mutter? Oh Gott! Oh Gott, ist das eine wilde Nummer. Ist das eine wilde Nummer, Alter. Chillt mal. Viele Optionen. Also ich kann nicht sagen, da war die Mutter gerade dabei. Spaß, ich weiß gar nicht, wer die Mutter ist. Es ist unglaublich. Elena hat mir gerade geschrieben, dass sie heute schon tausende Glückwunschnachrichten bekommen hat. Nee, Digga, es ist keine Delfin-Nummer. Guck mal, es gibt eine Sache, da kann man es doch geil auflösen danach. Aber in dem Fall, was sollte denn davon die Auflösung sein? Leute, ich werde auch kein Vater. Manchmal sollte man nicht alles glauben, was man hört. Das haben aber zwei YouTuber dieses Jahr gemacht. Just saying. In Fachkreisen nennt man das auch den Miguel Pablo. Den Miguel Pablo hat er gemacht. Digga, ich habe meine Katze umgebracht. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, seid ihr dumm, dass ihr alles glaubt, was ich sage. Und am Ende glaubt denen einfach keiner mehr was. Wisst ihr, was das Problem bei solches ist? Es gibt ein ganz altes Märchen. Oder ist es überhaupt ein Märchen? Ich glaube, es ist kein Märchen, aber kennt ihr das? Mit dem Wolf und dem Jungen, der immer schreit, der Wolf, der Wolf, der Wolf. Und die Leute kommen immer an und so, ah, es war nur ein Scherz, es ist gar kein Wolf da. Und beim vierten Mal ist da wirklich der Wolf und frisst den Jungen, weil er dann nicht mehr, er ruft um Hilfe, aber keiner juckt es mehr. Wisst ihr, was ich meine? Ein Fabel oder wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn du die ganze Zeit nur lügst und dann am Ende sagst, ihr seid so dumm, dass ihr mir geglaubt habt. Also, am Ende glaubt ihr halt gar nicht, keiner mehr was. Also, ich kann mir nicht vorstellen, was soll man noch glauben, ne? Projekt, Digga. Was sagst du so, Mann? Oh, nee. Ey, das ist dein Zuhälter-Steffi. Man lacht sein Chef nicht aus. Ja, oder ertrinken. Best Beispiel, ertrinken. Es kennt man viele Kinder machen das so, vielleicht wenn die noch kleiner sind, die denken dann so, oh, ich ertrinke oder so und dann, oh, übelst Panik. Und dann kommt die Mutter oder der Vater und rettet das Kind. Ah, ich hab nur so getan, ich bin gar nicht ertrunken, ha, Leute. Oder man legt sich so, kennt ihr, das habe ich als Kind gemacht. Man legt sich aufs Wasser und versucht so die Luft anzuhalten, wie so eine, als wäre man so irgendwie bewusstlos oder so. Kennt ihr das? Habe ich auf jeden Fall als Kind mal gemacht, dumm. Aber man sollte mit niemandem, man sollte keine Scherze machen. Wenn du es so oft machst, so eine Scheiße, am Ende ertrinkst du wirklich und die Leute denken so, ach, er labert wieder nur Scheiße. Ach, scheiß drauf. Und auf einmal liegt das Kind tot.
okay. Man lacht sein Chef nicht aus, Alter. Da werde ich ganz schnell zum Kuchen-TV. Nimm das mit Humor, bitte. Und Kuchen-TV, bitte kein Ansagevideo gegen mich machen, danke. Reagiere ich sowieso nicht drauf. Ey, ich hab jetzt eigentlich gar nicht so Bock darauf zu reagieren. Weiß ja ganz genau, dass Montana Black nicht auf dieses Video reagieren wird. Ich hab grad noch gesagt, bitte kein Ansagevideo gegen mich machen, aber ich reagiere sowieso nicht drauf. Rick ist Hoffnung im Weiz, oder? Ja, also, ja. Kann man. Boah, Junge, Gesundheit. Ja. Ey, gib auch jetzt einen Tipp mit. Und das ist nicht böse gemeint, Steffi. Frauen sind wie Hunde. Oh nein, nicht schon wieder diesen Tipp. Nein, warte, nicht schon wieder diesen Tipp. Warum? Nicht schon wieder diesen Tipp, Monte. Du weißt, beim letzten Mal war die Bildzeitung am Start. Lass mit den Tipps. Kannst du das ein bisschen erläutern? So, willkommen. Du bist Kandidat. Gewinnen wir die Runde, bekommst du ein... Die Bild schon am Tippen. 100 Euro. Sag Walla. Sag Walla. Okay. Okay. Du sag mal, kennst du Trimax, den Streamer und YouTuber? Ja, aber ja, das bin ich. Ich hab noch nie ein Video von ihm geguckt. Ich hab noch nie ein Video von dir geguckt. Der ist schon zu alt, der Zuschauer. Oh, noch nie. Wieso das denn nicht? Du bist genau die Zielgruppe. Nee, Trimax. Die Zielgruppe sind die Kinder, die sich nicht wehren können, die von Mama ein iPad in die Hand gedrückt bekommen. Und die gar nicht wissen, wie die umschalten. Das ist die Zielgruppe. Alles nur Spaß, Leute. Ich guck gern bei Trimax rein. Retalk. Ich lieb den Jungen. Der ist ein sweeter Schatz. Ich sag's dir wirklich. Keine Ahnung, ich hab nur gesehen, dass der fett ist. Ich dachte mir so, nee, Junge. Was? Was geht denn hier ab, Alter? Digga, was? Drei so Dinger nacheinander. Okay, Trimax einfach komplett begraben von so einem 10-Jährigen. Bruder. Was? Was heißt Walla? Was heißt Walla? Das ist die Walla-Garantie. Die Hose ist nass. Oh! Boah, Junge, er nimmt ihn nur hops. Trimax wurde noch nie so hops genommen in seinem Leben. Paul? Hugo hat die gleiche Frisur wie Manny von Ice Age. Oh mein Gott! Jetzt weiß ich immer, woran ich denken musste! Es ist wirklich das Mammut! Es ist wirklich das Mammut von Ice Age! Junge, ich hab immer gefragt, kommt mir auch bekannt vor. Ist wirklich so, ist wirklich die Frisur. Digga, Hugo einfach stilbewusst, wie man ihn kennt. Aber auch gute Frisur. Kann man nicht haten, gute Frisur. Weil Manny, Digga, wer wäre nicht gern wie Manny, ist ein Ehrenmann. Seven vs. Wild Kandidat muss gerettet werden. Und dann merkte ich plötzlich, wie mir übel schwummrig wurde. Ja. Da bin ich kurz immer zusammengesackt, aber war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Und seitdem ist mir richtig arschkalt. Okay. Und dann habe ich überlegt, rufst du jetzt an? Rufst. Ich rette dich mit einem Snickers. Jetzt nicht an, weil das, Snickers? Digga, ich sterb hier fast, du machst Werbung für Snickers. Wie viel hat Snickers gezahlt? Mehr als Rhino Shield oder weniger? Was glaubt ihr, wie viel Snickers bezahlt hat für Sam vs. Wild? Wenn es kein Placement wäre, hätte er gesagt, möchtest du einen Schokoriegel, dessen Namen ich jetzt hier nicht erwähnen möchte? Nein, ist natürlich alles kein Placement. Das einzige Placement hier, Seven vs. Wild, ist nur von Rhino Shield gesponsert, natürlich. Ist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers und der Hunger ist gegessen. Evanjo sagt immer Sneakers. Und ich denke immer, der meint die Schuhe, aber dann sagt er immer, ja, Eis mit Sneakers. Ich habe ja sogar privat mit Jack gechillt bei mir.
und habt ihr ihm so auf richtig korrekt gesagt, soll ich uns schön was zu essen machen? Und dann hat er gesagt, ja, klar. Und dann habe ich ein Nutella-Brot gemacht und habe ihn auf sein Nutella-Brot Axelhaar reingetan. Was? Bah, Monta, hast du nicht wirklich gemacht, du ekelhaftes Schwein. Du hast Achselhaare dir von dir selber rausgeruppt und aufs Nutella-Brot getan? Digga, das hast du nicht gemacht. Du bist eine Potsau. Bah, bist du ein ekelhaftes Schwein, Alter. Bah, Junge, schämst du dich eigentlich nicht? Junge, wenn du mir, ey, ich sag dir ganz ehrlich, wenn Monte mir auf irgendein Essen Achselhaare draufgetan hätte, Digga, aber anders eskaliert. Wäre sofort Podcast, sofort beendet. Bruder, das kannst du nicht machen. Achselhaare sind fast so schlimm wie Arschhaare. Das ist eine Stufe vor Arschhaaren. Nee, das geht wirklich nicht. Boah, Drache chillig am Zocken. Doch dann... Sorry, Drache, aber ich sehe hier keinen im Chat, der bei dem Spiel so richtig mitfiebert. Ja, okay, weißt du was? Dann lass mal's. Bis zum nächsten Stream. Dann würde ich sagen, hau da rein. Ciao. Rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr gleich bei Minecraft nicht richtig mitfiebert, mache ich den Stream auch sofort aus. Das ist hoffentlich klar, oder? Offline. Kritik unerwünscht. Morgens, mittags, abends. Ich muss eine Sache sagen. Knossi, falls du das siehst, oder ich bin jetzt auf Twitch. Oh mein Gott, ich bin jetzt auf Twitch. Ihr könnt jetzt Clips machen. Könnt ihr mir kurz einen Clip machen, den ihr Knossi schickt, wenn er live ist? Aber wenn Knossi mal wieder live ist. Könnt ihr den folgenden Clip schicken? Knossi, lieber Knossi. Wir haben an unserem Weihnachtsabend, wo wir Weihnachtsessen gekocht haben, haben wir deinen Algeglühwein in den Topf gemacht, haben lecker Glühwein gekocht und dann haben wir Glühwein getrunken. Deinen Algeglühwein mit der Familie. War sehr lecker, wirklich. Und ich danke dir für das Paket mit dem Glühwein. Wirklich danke. Digga, Algeglühwein underrated. Ey, der war wirklich fucking lecker. Danke. Danke, Klossi. Weiß sehr zu schätzen. Dankeschön. Kuss. Gut, Schatz, ich geh. Na, endlich. Der Hahn muss oh, ganz laufen. Morgens, mittags, ab. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Ich sauf ganz wenig Alkohol, ne? Also eigentlich so gut wie nie. Das war jetzt zu Weihnachten eine Ausnahme, dass ich Glühwein getrunken habe, weil es einfach so eine Tradition ist. Aber jetzt hört mir zu. Ich trinke eigentlich nie Alkohol und so. Aber ich liebe so Sauflieder. Also ich liebe so Malle-Hits und Sauflieder. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere die einfach. Keine Ahnung, ich bin lost. Ich hab Hunger. Saufen. Oh, den Herd. Ich will saufen. Liebe. Hier fühlst du dich stark. Aber wenn du allein. Hier fühlst du dich stark, aber wenn der Stream aus ist. Nee. Zu frisch das Thema. Dann bist du auf der Couch mit mir. Dann bist du kuscheln und schmuseln und umarmen. Geil, ja, Schatz. Was? Hat sie doch keinen Schatz. Und hier ist er richtig der Harte. So ist er nicht. Der ist ganz lieb. Der ist ein ganz, ganz weichen Kern. Der braucht einem ganz viel Liebe und ganz viel Kuscheln. Geil, Schatz. Ganz viel Streicheleien brauchst du. Geil, ja. Schläfst immer auf der Brust ein. Ja, gell? Mein kleiner Schwanz. Ja, süß. Gutes Video. Jetzt, mach die Robbe. Okay, sehr stark. Fand ich sehr gut. Hunger Hugo, ich küsse dein Herz.